Dann die weitere Fackel. Da fackel ich ja nicht lange. Oh, es ist Tag. Es jo. Ist, ja. Cool. Yay. Yay. Ich glaube auch. Mist, ich habe hier vergessen, Zauntor reinzusetzen. Wo kommt der Eingang rein? Kommt das hier? Frage ich mich bei meiner Farm auch die ganze Zeit. Wo mache ich da den Eingang hin? Ja, ich mache den Eingang hier rein. Das Problem ist, bei mir ist es hier unterm Keller drunter. Ja, ja. Meins ist am Tageslicht. Bei der strahlenden Sonne. Okay, das ist ein bisschen zu hell. Igitt. Ja. Ich weiß, ist ein bisschen verkehrt, aber ja, die Tiere wollen es so. Und gegen die Tiere kann ich nichts anrichten. Die Tiere sind doch so lieb. Ja, meine Tiere sind auch an der Oberfläche, also von daher ist mir egal. Nein. Warum muss ich immer die Fackeln falsch setzen? Ah. So, kommt her. So, dann hier. Na Hase, was willst denn du? Das Hasengehege ist da hinten, nicht hier. Das ist hier für die Kühe gedacht. Du willst auch so ein großes? Nee, kriegst du aber nicht. Nur für die Kühe. So. Schön parallel. Zu den da hinten. Dann sind die Fackeln jetzt auch gesetzt. 11 Fackeln habe ich noch. Na gut. Dann Kühe. Ihr seid dran. Habe ich Weizen? Ja, natürlich habe ich Weizen. Warum sollte ich jetzt keinen Weizen haben? So. Stimmt, das Haas-Dings da muss ich ja noch abreißen. Mach ich das mal. Dann haben die Schweine auch ihren vollen Platz hier. So. Dann Kühe. Kuh, die Mo macht. Komm mal her. So, ich will dich nicht hier mit der Axt schlagen, weil das schmerzt so ein bisschen. So, dann komm mal mit. Ihr sollt ja natürlich auch euer Zuhause bekommen. Ich hab mehr Dias als Kohle, aber stimmt da nicht. So ging's mir eine Zeit mit Eisen und Dias. Bis ich auf Höhlentour war. Kohle habe ich genug. Du hast mich zu faul, ist das Problem. Ach, Mandy. So, dann. Da ist euer neues Zuhause. Dann kümmere ich mich erstmal um den Weg. Dann kümmere ich mich um die Vermehrung. Und dann, ja, mal weiter schauen. Kies. Nachtzucht. Yay. Habe ich noch keine Kühe bisher vermehrt? Oh mein Gott. Scheinbar, dass sie die Feuer schiefen sich. So, aber bevor ich den Weg mache, gehe ich mal kurz zum Andy. Er hat anscheinend ein neues Haus gebaut. Ein Bett. Oh, schönes Bett. Sehr fresh. Oh, da wollte ich nicht rauskommen. Ups. Ups. Hoppala. Das war nicht geplant. Wie leuchtet das jetzt hier am besten aus? Das ist die Question. Bisschen verwirrend hier. Ist hier ein Labyrinth? Das ist ein Labyrinth. Moment, wie komme ich? Das ist hier so eine Art Kreis. Achso, mein Skin. Will man mein Skin sehen? Ich bin dein Vater. Eigentlich nicht. Will ich auch nicht sein. Okay. Dann. Hier geht es so. Wo ist denn eine animierte Textur? Wusste ich nicht. Dann geht hier eine Treppe rauf. Ich wusste gar nicht, dass das eine animierte Textur ist. Ja, besser zu früh als nie. Kennen wir. Moment. Also diese Seelaternen. Ah. Wo ist Mandy hier? Wo sind wir hier? Ach, da sind wir. Da hat Mandy ein neues Haus. Was sind. Wir sind nördlich vom Spawn. Aha. Interessant. Auch interessant ist, dass gerade meine Playlist ausgegangen ist. Dann mach ich die wieder an. Hat das Lied. Hat mir nicht gerade das Lied? Dam. Ja, dann mach ich mal das hier an.
So, dann geht es jetzt hier weiter. Kies, Kies, Kies. Ich hab doch hier. Da, ja, da habe ich Kies. Ah, kleiner Leck. Kleiner Leck. Hab ich noch eine Feldhacke? Hab ich noch eine Feldhacke? Hab ich noch eine Feldhacke? Ja, ich hab noch eine Feldhacke. Ich hab sogar noch eine Axt. Nehmt. Au. Axt ist gut. Axt ist immer gut. So, bisschen Kies hier verlegen. Der Weg wird natürlich hier noch ein bisschen erweitert. Also, wenn ich hier mal auf die Karte schaue, hier soll dann der Weg noch hier so lang führen. Und ja, mal sehen, wo noch. Das werden wir mal sehen. Erstmal hole ich ein bisschen Weizen und leg mal ein bisschen Erde ab, weil Erde habe ich jetzt so viel, ich brauche keine Erde. So. Und da noch. So. Dann habe ich noch. Weizen habe ich doch, glaube ich, noch dort oben in der Truhe. Ja, dürfte so sein. Dann hole ich da mal ein bisschen Weizen, dann vermehre ich schon wieder die Schafe. Ich weiß ja schon wieder. Muss aber sein. Dann die Schweine, Kühe, Häschen, was auch alles immer, so, keine Ahnung. So, wie viel Krauten habe ich noch? 45, das reicht. So. So, liebe Hühner, ihr seid die Ersten, die sich wieder vermehren dürfen. Ach, das Feld kaputt? Ja, Feld kaputt, ja. Erstmal das eigene Feld natürlich kaputt treten, das ist natürlich immer so. Ja, das ist immer sehr, sehr schlau. Wo sind da drinnen noch? Sind da drinnen noch Hühner? Ja, da ist noch eins. Da ist noch eins. So, ist irgendwie noch hier ein liebendes Huhn? Nein? Na gut. Kommt hier ein Huhn raus? Nein. Na gut. Jetzt muss ich hier irgendwie eine Treppe hinbauen. Dann liebe Schafe, jetzt seid ihr wieder dran. Ja, sind jetzt schon eine ganze Menge Schafe geworden. Aber es werden immer mehr. Wenn das jetzt ist, auffällig, muss man nicht hier auch mal wieder vermehren. Ich sterbe sonst noch bald aus. Immer einer nach den... Also, immer einer nach den anderen. Und der Ansturm wird immer größer. Irgendwann werde ich jetzt... Irgendwann werde ich jetzt zertrampelt. Irgendwann. Ich sehe es jetzt schon kommen. So viele Schafe. Achso, ist das eine andere Farbe? Dieses Schaf leuchtet ja irgendwie so. Habe ich das Gefühl. Ein leuchtendes Schaf. Könnte auch wegen der Fackel sein. Ja, war wegen der Fackel. Eins, zwei, du und du und du. Oh, ich habe fünf Kühe. Das ist nicht fair. Ah. Na, die Erde gabelt da drum. Will kein Schaf mehr? Ist ja schwach. Hallo, will keiner mehr? Doch, da ist noch jemand. Und das war's. Ich glaube, du kennst meinen Lift noch gar nicht, ne? Den ich gebaut habe, oder? Nein. Oh. Dann sollte ich den mal kennenlernen. Aber ich bin gerade am Vermehren. Also nicht, mich vermehren, das momentan nicht, aber die Tiere vermehren. Also ich vermehre mich noch nicht. So. Dann sind jetzt die Häschen dran. Die haben ja auch verdient, hier sich vermehren. Klappt das jetzt mit dem Dreier nochmal oder nicht? Mal sehen. So. Eins, zwei, drei. Komm, kommt. Hat schon wieder geklappt. Nee, Moment. Nee, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Aber ich dachte zuerst. Das eine hat hier noch Herzchen über sich. Aber das ist kurios. Vorhin. Nee. So, welche das Tiere? Muss ich diese Truhen hier alle wegmachen, genau. So, dann muss ich hier ein bisschen umbauen. Juhu. Ja, umbauen ist immer gut. Umbauen ist immer gut. Die Kühe wollen noch nicht? Ah, ist ja langweilig. Ah, die Schweine wollen bestimmt. Die Schweine wollen noch bestimmt. So, wollt ihr? Wollt ihr? Ja, ihr wollt. Wusste ich's doch. So, du und du. Dann da hinten noch. Oh, ist nicht da, warte, ein Feld muss ich auch wieder woanders hinlegen. Da ist so ein Hase drin. Hase ist noch da. Kann doch der Hase. Kann der Hase doch nicht machen. Hm. So, Hase.
Komm mal mit. Komm mal mit, du gehörst hier nicht rein. Du gehörst zu den Hasen. Du da vorne auch? Na gut. Dann komm hier durch. So, bevor hier noch ein paar Schweine entfliehen. Wird ja wieder Nacht. So. Womit vermehrt man nochmal Pferde? Goldene Äpfel oder goldene Karotten. Ich will goldene Karotten nehmen. Okay. Da brauchst du Golden Nuggets noch. Bei goldenen Apfel brauchst du Goldbarren. Achso, stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Komm her, dann nehmt nicht Hase. Ich dachte, dass der Hase will hierher kommen. Ah, nö. So, dann neues Hasenbaby. Yay. Na kommt, setzt euch mal alle dorthin und macht mal ein schönes Gruppenfoto. Ne? Na gut. Also sieht trotzdem schön aus. Dann sind jetzt zwei Thumbnails in Folge Tierbilder. Hey. Wuhu. Moment, achso. It's so fluffy and gonna die. So viele Schafe. Also, wenn man Wolle braucht, dann kann man hier wirklich eine ganze Menge Wolle holen. Eine ganze Menge. So, was will ich jetzt da? Und die Felder sind leider noch nicht ganz alle so ausgewachsen. Darum werde ich jetzt Folgendes machen. Und zwar Slash Spawn. Dann werden wir mal zum Hafen fahren. Über den Bahnhof. Du. Du nett, du Boss, ja. Ja, bin ich. Genau. Was ich sagen wollte, an der Strecke nach Longhills habe ich jetzt noch nicht weitergebaut, weil ich hatte es ja schon im letzten Part gesagt, dass ich jetzt eine Weile, also ein paar Tage hier nicht mehr online war. Aber die nächsten Tage habe ich wieder mehr Zeit, da werde ich auch wieder mehr an der Strecke bauen halt. Dass die wirklich bald fertig ist, sodass wir dann die dritte Strecke anfangen können. Und wer ist denn da jetzt ins TS reingekommen? Ach, der Jens! Lang nicht mehr in der Aufnahme gewesen! Hallo! Ja, gut, also willkommen zurück! Hätte ich gesagt! Yay! Was spielst du denn gerade? Was? Ach, Minecraft. Genau! Gut. So, dann, let's go! Mit meiner tollen Internetverbindung. Die schon besser geworden ist, aber ja, immer noch nicht die beste heute ist. Ja, ich hatte gerade eine im Dungeon, die hat gerade ein Perma rumgeleckt. Oh. Jens, dein Bild auf Teamspeak sieht so ein bisschen, naja, für einen Jungen untypisch aus. Verstörend? Das wollte ich jetzt nicht so sehr ausdrücken, okay. Aber ja. Nein, wenn es zu provokant ist, kannst du es ja entfernen, ne? Ja, könnte ich. Okay, gut, dann muss ich es mal ändern. Na, meins ist eh das Beste überhaupt. Moment. Ja, Moment. Ja, ouch. Ich will's den Zuschauern lieber mal ersparen. Sonst müsste ich wirklich hier eine Altersbeschränkung einfügen. Pico ist doch geil, guck mal, du meinst den Anime Poker und Pico, das ist das beste Anime ever. Nein, nicht dein, Jens, nicht deins, Tim seins. Deins ist dagegen noch harmlos. Okay, gut. So, wir sind am Hafen, yay. So, dann, wo ist F1? Da ist F1, yay. Ach, da sind ein paar Felder kaputt, dann mach ich die mal heiler. Ich hab hier. So, einmal hier und da. Also ich muss mal kurz hier bei Teamspeak mal das Bild entfernen. Also nicht richtig entfernen, sondern einfach nur, ja, da. So ein anderen Bild wechseln, weil das nervt schon ein bisschen so im Augenwinkel hier andauernd. Ne, ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist ein Mann, der. Warum springe ich hier andauernd? Wovon springt der runter? Von einem Container. Ja, von einem Container und knallt gegen einen anderen Container und ja, es ist schon ein bisschen wirklich verstörend, wenn man das andauernd im Augenwinkel hat. Also ich find's lustig. Soll ich dir etwas Verstörenderes zeigen? Nein! Lass es. Kann ich gern machen. Also die Mehrheit war für Nein, glaube ich. Glaube ich auch.
Jens Gamer joins the game. Yay, mal wieder. Ich join ein bisschen lag, erstmal eine Runde. Also ich, das letzte Mal, als du in der Aufnahme hier in Minecraft warst, war das zur 100. Folge? Weiß ich nicht mehr. So lang her. Dann ist das wirklich schon 100 Folgen her? Oder? Ach, ich weiß es nicht. Das ist wirklich ich schon lang. Ich war, glaube ich, zum Weihnachtsevent online. Ja, stimmt, stimmt. Ach, trotzdem schon so lange. Aber dann habe ich auch Minecraft gequittet. So. Was fällt hier am Hafen? Ist so leer. Komm, fällt mir so auf. Na gut. Dam. Da. Jetzt will ich das Messer an CSGO haben, dann kann ich viel schneller rennen. Aber ich hab, Tim, hast du auch gehört, dass es mit einer Waffe schneller geht? Also mit welcher Waffe? Pistole, mit der Pistole ist es fast gleich so schnell wie mit dem Messer. Das ist mir neu. Das habe ich mal gehört. Gleich ausprobieren. Am besten real life. Ja klar, warte, ich geh kurz weg. Ja. Mute dich aber, damit wir die Schreie nicht hören. Weil dann wären wirklich schon, wäre wieder ein Grund, warum ich hier etwas Beschränkung einfügen sollte. In das Video. So. Erledigt? Und das Beschränkung auf 6 Jahre? Willst du schon von 0 wegbringen? Und ich hatte jetzt eher wirklich so, wenn wirklich so gedacht. Vielleicht so ab 18, also ab 6 ist eher. Nee. Alles klar. Du weißt okay. Schon, dass du hier auch Leute in dem TS hast, die gerade erstmal 9 sind. Und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Hier im TS? Ja, hier im TS. Gerade online? Also. Nein, der war vorhin online, der hat mich die ganze Zeit angeschrieben. Ah. Bling. Ist das einer von deiner Elsworth-Göde? Nein. Das ist einer von dir. Echt? Irgendwer hat geschrieben, ja, ich bin hier wegen Minecraft. Habe ich ihn kurz in den Elsworth-Channel geschoben, um was zu gucken. Und jetzt hat schon seine Stimme so komisch angehört. Da hat Seb so gefragt, ja, wie alt bist du denn? Auf einmal sagt er, 9. Also, mir wäre wirklich gar nicht bekannt, dass ich hier einen 9-Jährigen draufgelassen hätte. Ja. Alles klar. Okay. Ich hab gesagt. Vielleicht Dennis, mein Tempel ist immer noch so ein bisschen kaputt, so ganz dezent. Ach so. Ganz dezent, dass ich nicht mehr hochkomme. Ach so, dann bist du gerade dort? Dann werde ich das kurz. Ja. Dann mache ich das kurz rückgängig, tut mir leid. Moment. Ich hab doch alles hier repariert. Achso, die Light. Moment. Und dann guck mal hoch. Ich muss mal kurz hier schauen. Ja. Nee, created. Created. Oh. Achso. Ja, es ist deswegen, weil zuerst hat nebenberuflich hier das hier zerstört und dann hauptberuflich da irgendwas anderes hingesetzt. Darum wurde es jetzt nicht richtig repariert. Tut mir leid. So. Kannst du das wieder reparieren? Ja, ich hab genügend. Ach, warum nehme ich jetzt meine Hacke? Ich hab genügend Granit bzw. Diorit oder Andesit. Das ist ja, glaube ich, Granit. Polierter Granit. So, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe ich noch irgendwo welchen hier drin, sonst. Aber ich hätte auch irgendeine Schallplatte, hatte ich doch. Die möchte ich jetzt mal anmachen. So, hier habe ich noch Granit, den mache ich mal gerade so. Polierten Granit. Ich bin das ist die geile Schallplatte, die ich noch habe. Oder ob die wirklich alle getötet haben. Naja, wie gesagt, kriegst einfach mich ansprechen, dann kriegt ihr die jeweils immer wieder. Naja, so. Ich will bloß kurz hochgehen. Ja, aber Leitern habe ich leider nicht dabei. Da baue ich mich irgendwie hoch. Genau. Ich habe noch so ein bisschen Holz. Hast du da oben einen Pool? Nein, nicht dass ich wüsste, da war eigentlich mal Eis. Ja. Also Schnee, besser gesagt. Hm. Tja, wir schmolzen. Ja, es sind halt keine Minusgrade mehr, Jens. Ich guck mal, was da oben abgeht. So. Was hab ich jetzt? Was hab ich? Ach so, stimmt. Dann würde ich mal sagen, ich mach mal slash home. Und ich hab doch hier einen Ofen. Ja, ich hab sogar hier einen Ofen. Wow. Aber ohne Kohle. Ohne Kohle, das Ganze. Ich hab doch hier irgendwo noch. Hab ich nicht? Doch, da. The fuck? Was geht denn hier ab?
Dennis, komm mal kurz her. Ja, Moment, Moment. Kleiner Leck. Geh mal kurz nach da oben. Warte. Ah, danke schön. Wenn's Leck, muss man nicht gleich anfangen zu schreien. Ruhe wahren. Ja. Oh, Wasser, Wasser. Moment, das haben wir gleich. Das Wasserleck ist gleich vorbei. Okay, guck mal kurz, wer das Wasser gesetzt hat. Könnte auch hauptberuflich bzw. nebenberuflich sein. Das waren halt diese beiden, die hier am gestrigen Tage die Map zerstört hat, haben, wie auch immer. So, Warte. Jo, haben alle Tiere getötet bei mir. Oh. Ja, das waren die beiden. Das heißt 4 Spawn Eggs. Ja, Hunde waren das? Ja, Hunde. So, Hunde. Also Wolf. Oh, hier kämpft ein Creeper. So, dieser böse Creeper. Easy. Tim, brauchst du noch ein Bett? Nee. Und ein Haus? Nee. Verkauf Haus habe ich inzwischen. Mein. Kann dir manchmal mal zeigen. Dennis. Ja. Verkauft das hier und all seine Materialien. Ich werde euch jetzt alle Kisten entlocken, dann könnt ihr euch irgendwas rausnehmen. Oh, direkt hingehen. So, wie bin ich jetzt hier runter? Bin ich hier runtergesprungen? Ach, mein Gott, sei Gedächtnis. Unlock. Ui. Hallo, Creeper. Guck mal, diese Creeper-Männer. Looten.